Sie sehen viel besser aus. Kommen Sie raus, unter Leute? Nicht so oft. Egal, was Sie tun, machen Sie weiter so. Okay, das mache ich. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Heute wieder volle Kapelle. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Moin. Meine Wenigkeit, der Erik ist auch da. Und hallo Erik. Wir haben ein paar schlechte Filme für euch, vor denen wir euch warnen. Oh nein. Nein, ja, erst alle so im Vorgespräch, ich werde das mal hinten dranhängen, könnt ihr mal hören. So, ja, sag die Wahrheit. Wir haben ihn bestimmt falsch verstanden. Sag die Wahrheit gleich am Anfang, ja, dann mache ich das. Nee, also wir waren in der Sneak Preview, da gab es ein bisschen was Zweifelhaftes. Und dann mal gucken, was wir sonst noch so gesehen haben und was uns sonst noch so einfällt. In der Sneak Preview gab es aktuell den Film Filmstars Don't Die in Liverpool, was auch einer der Tipps war, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir hatten ja vergangene Woche den Film mit Romy Schneider, die als alternder Filmstar irgendwo in Quiberon so eine Entzugstherapie macht und da ein Interview gibt. Und hier hatten wir einen Film, wo ein alternder Filmstar, gespielt von Annette Bening, in Liverpool unterkommt und da ab und zu mal so ein paar Bühnenengagements hat und aber irgendwie nicht mehr ganz so richtig erfolgreich ist. Sie hatte ihre beste Zeit hinter sich. Die beste Zeit bei ihr lag im Bereich des Schwarz-Weiß-Films und ja, mittlerweile ja, kriegt sie weniger Engagements und sie hat aber einen jungen Mann kennengelernt und das kann man im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie ist irgendwie 54 und er ist 26 und er wohnt bei ihr nebenan und er findet das so ganz toll, dass sie so als Schauspielerin und auch so von der Art her, wie sie drauf ist, und aus diesen Gefühlen erwächst dann noch Liebe und die beiden verlieben sich ineinander. Und darum geht es eigentlich dann in dem Film, weil dieser Altersunterschied wird natürlich thematisiert, weil bei ihr kommen dann doch schon diverse gesundheitliche Probleme auch. Und das Ganze wird auch so ein bisschen in Rückblenden erzählt, wie es früher war, wie die sich kennengelernt haben. Und ja, wie man es auch dreht und wendet, mir hat der Film nicht gefallen. Also ich sage es mit irgendwelchen Rückblenden, die versucht haben, das Ganze wenigstens noch ein bisschen interessanter zu machen. Dann dieses ganze Thema mit diesem jungen Mann, der da die alte Frau, und da gab es ja auch Bettszenen, das fand ich auch sehr unerotisch, sowas. Ich glaube aber, euch hat es auch nicht so besonders gefallen, oder? Nö. Das ist das Schöne, du hast den Film gerade innerhalb von wenigen Sekunden erklärt und erzählt und genau das ist es halt auch. Die Geschichte dieses Films ist auf dem Teelöffel erzählt. Das ist nichts Neues, nichts Altes, was furchtbar Langweiliges und komplett unnötig. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war einfach nur langweilig, es war teilweise schon, also ich würde jetzt nicht sagen fremdschämend, aber ich finde diese, ich weiß, dass es aufs Alter nicht ankommt, aber das war einfach nur absurd. Nicht meins, absolut nicht. Nein. Das Wichtigste habe ich noch vergessen. Das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist das Schlimmste an der Sache. Und die gab es ja wirklich dann, das Liebespaar auch. Und sie hat die von Annette Bening gespielte Schauspielerin, der Name Gloria Graham heißt sie, die hat auch schon Kinder in dem Alter von ihrem Liebhaber. Also ja, da gibt es dann auch mal noch so Aufeinandertreffen und so. Hm. Chris, für dich war es was, oder? Ja, nee. Also ich würde ihn jetzt nicht so zerreißen wie ihr beide. Also es war halt ein Biopic. Es war eine wahre Geschichte, die da erzählt wurde. Und ja, so ist halt manchmal das Leben. Und es läuft nicht immer geradeaus und ist halt manchmal auch karrieretechnisch, glaube ich, für Schauspieler schon auch hart, wenn man sagt, okay, Karriere eigentlich rum, aber doch noch dran hält und immer noch so Träume hat und alles. Und man fühlt sich halt dann doch wieder jung durch einen jungen Mann, in dem Fall fühlt man sich halt jung. Also wie es halt sonst bei den älteren Herren durch jüngere Damen vielleicht kompensiert wird, so ist halt jetzt mal andersrum. Und er ist ja selber auch Schauspieler und möchte da ja auch ja seine Karriere irgendwie hinbekommen und alles. Und deswegen, es ist
ja, wie gesagt, es ist halt eine wahre Geschichte, deswegen finde ich es jetzt nicht so ganz fürchterlich und schlimm, sondern es ist halt so passiert und damit ist es okay. Es ist jetzt nicht die Geschichte, ja, die ich jetzt unglaublich cool und spannend fände oder gefunden habe auch, nur, ja, es ist halt, wie es ist und hat mich auch nicht unbedingt abgeholt, aber völliger Irrsinn und völliger Blödsinn und Quatsch, das finde ich ein bisschen zu hart. Jetzt werde ich aus der Sendung entfernt, weil ich kritisiert habe. Nö, das mit völligem Blödsinn habe ich ja nicht gesagt, deswegen habe ich darauf gewartet, was die Kate darauf antwortet. Naja, ich hab mir hat es halt nicht gefallen. Damit, ich habe halt auch ein Problem damit, dass man weiß jetzt nicht so genau, was wurde denn aus diesem Peter Turner? Denn der Film beruht ja auf seinen Memoiren. Ja, der Frage ist halt, ist das das Einzige, was in seinem Leben erfolgreiches oder faszinierendes erlebt hat, dass man da eine Geschichte draus machen muss? Weißt du, wie ich meine? Scheinbar schon. Das ist das Einzige, was er hatte, dass er mit dieser berühmten Schauspielerin zusammen hatte. Ja, zu Ehren. Ich meine, er hat ja wohl die Schauspielerin wirklich aufrichtig geliebt dann auch und deswegen ist es auch schön. Dann hat er ihr nochmal ein Denkmal gesetzt dadurch. Filmemäßig hat er nichts weiter gemacht. Also es gibt auch IMDb-Eintrag, denn der hat ja auch eine kleine Nebenrolle im Film gehabt, einen Cameo-Auftritt, muss man es fast nennen. Aber sonst, also filmmäßig hat er nicht viel gemacht. Wir haben ja auch im Film gesehen, dass er eher so auf der Bühne gespielt hat. Er war eher so ein Theaterschauspieler. Aber also das ist eine wahre Geschichte. Also ich meine, ich kenne mich zwar auch schon ein bisschen mit Filmen und so weiter aus, aber diese ganze Schwarz-Weiß-Filmzeit, das liegt doch ein bisschen vor meiner Zeit. Mir hätte es vielleicht geholfen, vielleicht hätte es mein Interesse mehr geweckt für den Film. Vielleicht hätte ich mich mehr drauf eingelassen, wenn es am Anfang da gestanden hätte und nicht erst am Ende, dass das auf einer wahren Geschichte basiert und vielleicht ganz kurz die Geschichte von der Frau vielleicht kurz zeigen, ihre Schwarz-Weiß-Filmauftritte, dass man ungefähr weiß, okay, wer war das, was hat die gemacht, so und dann reinspringen in die aktuelle Geschichte und nicht so eine Geschichte zeigen mit so einer alten Oma, die sich da so einen jungen Kerl angelt und da gibt es die ganze Zeit nur Probleme und irgendwie ein ganzes Problem den ganzen Film über und boah, und dann springt es noch in der Zeit und das ist auch nicht viel anders dann die anderen Episoden, die man da sieht. Das war nicht meins, nee. War zwar nett gemacht und so und ich meine, ja, so als Biopic, aber kann ich nichts damit anfangen. Hat mir das letzte Woche mehr gegeben. Da wusste man halt, um wen es geht. Und da, okay, interessante Episode, die da vielleicht gezeigt wird. Und mal gucken. Aber diesmal, nee. Ist halt so. Fand ich jetzt nicht, was waren die Worte vorhin? Irgendwie Bullshit oder sowas. Also so fand ich es nicht. Es war schon okay gemacht, aber... Unnötig, habe ich gesagt. Unnötig, ja. Das ist ja auch wieder eine Produktion, also von dem Darsteller, der Jamie Bell, der hat ja damals bei Billy Elliot, I Will Dance, hat er auch schon unter dieser Regisseurin gedreht gehabt. Ja, aber ja, nee, war ein bisschen unnötig. Ist aber ein bisschen vielleicht auch so in Richtung Oscar gewesen, der Film, dass sie gedacht hätten, ja, so Biopics und in der Filmwelt, sowas kommt eigentlich immer ganz gut an und wir bringen da mal noch ein bisschen Brisanz rein und verfilmen das mal. Aber hat bei mir jetzt nicht funktioniert. Bin mal gespannt, was andere sagen, die den Film in der Sneak haben. Aber bei mir, muss ich mal kurz gucken, was ich in der Metropol-Sneak. Ich wäre jetzt so bei 2 bis 3 Punkten oder so vielleicht. Mal gucken, ich glaube aber, ja, ich hatte 2 Punkte gegeben. Noch im Kino und habe ein trauriges Gesicht gemacht. Nicht weiterempfohlen den Film. Weil ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wem ich diesen Film weiterempfehlen sollte. Ich kenne jetzt niemanden, der jetzt Fan ist von Annette Bening unbedingt, der sagt, hey, ich muss alle Filme von der... Von der Graham. Von dem Original, ne, kenne ich jetzt auch niemand weiter. Also, sagte dir der Name irgendwas? Nö. Ja, also die war wahrscheinlich so eine ewige Nebendarstellerin oder vielleicht in dieser Schwarz... Sie hat aber einen Oscar gewonnen. Ja, gut, das haben andere auch. Aber, naja... Hast ja gesehen, wie damals, da gab es ja eigentlich gar keine richtige Oscar-Verleihung, wie man es heute kennt, so eine Show. Da wurden einfach nur die Gewinner vorgelesen, dann sind die nach vorne gekommen, haben ihr es abgeholt. Naja, mein Fall war es nicht. Was habt ihr punktemäßig? 2.
zwei. Ja, ich sag ja, es war ja auch nicht unbedingt meins. Ach, nur. Du hast auch zwei. Ja, nee, ich hab nur einen. Warte mal, ich hab dir ich meine den Chris, du hast auch zwei. Und ich du zwei, ja. Fand das aber den Film anscheinend besser. Ich kann auch nichts Großes mit anfangen. Aber das war dann, ja. Okay. Na, dann halten wir uns nicht zu lange damit auf mit diesem Film. Filmstars Don't Die in Liverpool. Die Kollegen von der Nachbarsneak, es gab ja eine Doppelsneak, die hatten den Film Unsane ausgeliefert. Der neue Steven Soderbergh-Film, der komplett mit einem iPhone gedreht wurde. Oder mit mehreren wahrscheinlich sogar. Und was dann halt einen interessanten Look bietet, den man ja so kennt aus diversen Clips, die man immer mal so geschickt bekommt oder so. Und damit soll wohl gespielt worden sein. Und es geht wohl um irgendwelche mysteriösen Vorfälle und dass irgendjemand von irgendwas verfolgt wird. Und die Damen, die wir nach der Sneak gefragt hatten, um was es da geht, konnten es auch nicht so hundertprozentig wiedergeben, wenn ich mich da richtig erinnere. Die konnten das jetzt auch nicht kurz zusammenfassen. Das muss ein bisschen sehr verwirrend gewesen sein. Ja. Oder? Ich habe den Trailer dazu gesehen. Und der Trailer sah ziemlich cool aus. Also der Trailer sah cool aus. Also ich glaube, wir hätten lieber die B-Sneak gehen sollen. Ja, habe ich auch mehrfach gedacht, während Filmstars da in Liverpool. Weil ich hätte mir das zumindest mal von der technischen Seite her auch ganz gern mal angeschaut, wie der Film, der mit dem iPhone gedreht ist, wie der auf der Kinoleinwand wirkt. Denn also aktiv reingehen wäre ich jetzt in den Film nicht im Kino. Und dann ist eigentlich die Chance vorbei, dass ich den mal im Kino sehe. Werde ich ihn dann zu Hause mal begutachten. Wie sieht's denn aus mit den Tipps für morgen, Chris? Tipps für morgen ist ja nur einer. Einer. Der Tipp für morgen lautet Verkauf. Mhm. Also nicht der Tipp ist verkauft worden, sondern der Tipp ist verkauft. Also, ja. Weil ich heute früh gesehen habe, dass noch gar keiner was getippt hat, habe ich mich mal in die Materie reingearbeitet und habe mal drei. Darf der Kate gerne mal vorlesen. Einmal haben wir Gringo, dann Spielmacher und A Beautiful Day. Und ich tippe, dass Spielmacher kommt. Das ist ein deutscher Film mit Frederik Lau, wo es darum geht, dass er Spiele manipuliert hat beim Fußball. Quasi Spiele verkauft hat. Ja. Deswegen. Aber es haben alle drei irgendwas mit Verkauf zu tun. Gringo, da kommt einer irgendwie nach Mexiko und wird da irgendwie als Geisel genommen und muss dann für das Syndikat irgendwie da arbeiten. A Beautiful Day, da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es hat aber auch irgendwas mit Joaquin Phoenix, so ein Film. Auch irgendwas. Aber ich tippe eher, dass diese Spielmacher kommen. Mal gucken. Vielleicht kommen ja noch Tipps dazu. Liebe aber Hörer. Frederik Lau ist doch ganz cool. Das ist eine coole Sache, ja. Jawohl. Gesehene Filme. Und zwar, ich habe zwei Stück gesehen, nämlich Red Sparrow und Death Wish. Ich fange mal mit Red Sparrow an. Habt ihr bestimmt schon was davon gehört von Red Sparrow, oder? Der Film mit Jennifer Lawrence. Ja. Der hatte mich ja interessiert so und da hatte die Steffi auch schon mal einen Kommentar geschrieben. Und als ich den Film gesehen habe, kamen mir dann so Teile von dem Kommentar wieder in den Sinn und habe gesagt, ja okay, der hat vollkommen recht. Also Jennifer Lawrence wächst in Russland auf, in Moskau und sie ist am Bolschoi-Theater eine Tänzerin und verletzt sich aber eines Tages bei, ich nehme mal an, das war Schwansee oder sowas, und kann nicht mehr tanzen und in dieser geförderten russischen Kultur bekommt sie als Vorzeigeobjekt des Kommunismus ja auch irgendwie Wohnungen und alles gestellt und so. Und dadurch, dass sie dann verletzt ist und eben nicht mehr tanzen kann im Bolschoi-Theater, werden ihr diese Privilegien entzogen. Ihre Mutter ist zum Beispiel krank, die braucht eine Pflegerin und das wird ja halt auch alles nicht mehr bezahlt und sie sieht halt einer ungewissen Zukunft entgegen und eines Tages kommt ihr Onkel auf sie zu und bietet ihr etwas an, nämlich dass sie da auch, weil sie ganz gut Männer um den Finger wickeln kann, dass sie vielleicht auch Agententätigkeiten übernimmt, beziehungsweise einmal so macht, soll sie jemanden von irgendwas überzeugen und das klappt wohl sehr gut. Und dann kommt sie in so eine russische Agentenschule, wo eben diese Spatzen, diese Sparrows ausgebildet werden. Und diese Sparrows, das sind halt hauptsächlich Frauen, aber auch ein paar Männer, die sind halt ganz bewusst in Richtung Verführungstechniken geschult. Ja, und
ja, wie soll ich jetzt noch weiter erzählen? Es gibt dann, es gibt ja riesen Spionageaktionen und dann gibt es auch so Doppelagenten und Gegenspionage und wer ist für wen und was und gibt es dann diverse Fälle. Ein paar sehr ganz üble Folterszenen sind drin, sehr viele Nacktszenen diverser Art und Form, womit der Film versucht, den geneigten Zuschauer länger bei Interesse zu halten, denn der Film ist einfach viel zu lang. Der geht über 2 Stunden und da hätte man locker irgendwie 3/4 Stunde rausnehmen können, ohne dass nennenswert irgendwas verloren gegangen wäre an der Geschichte. Ansonsten ist leider Durchschnittsware, fand ich. Es war jetzt nichts, wo man gesagt hätte, yay, voll geil oder so, richtig gut, mal wieder Nachfolgerin von James Bond ist geboren. Nee, leider nicht. Man kauft sie auch nicht hundertprozentig immer alles ab. Das war auch noch so mein prinzipielles Problem mit Jennifer Lawrence, dass sie dann nur so die tough Agentin ist und da alles mögliche durchzieht dann. Und ich gebe 7 von 10. Nein, sag mal 6,5 von 10. Ja, 6,5 ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Ich glaube, ich würde jetzt nicht nochmal gucken. War jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ja, voll geil oder so. Nee. Red Sparrow? Habt ihr eigentlich noch was, bevor ich hier... Hab nämlich noch so einen relativ durchschnittlichen Film geguckt. Die durchschnittlichen sind immer die schlimmsten. Nämlich Death Wish. Ich war eigentlich ziemlich angetan damals von dem alten Death Wish-Film mit Charles Bronson. Den habe ich auch einige Male geschaut gehabt. Und es hat ja lange gedauert, bis der dann sogar mal ungeschnitten in Deutschland erschienen ist. Nachdem der immer nur in übelst geschnittener Form und im Fernsehen, da lief ja quasi ein Kurzfilm dessen, was eigentlich mal Death Wish war. Und der alte Film, da war es halt so, dass ja, Charles Bronson eben auf Rachefeldzug gegangen ist. Da passt dieser typische 80er-Jahre-Actionfilm-Spruch, jetzt ist es was Persönliches. Und so ungefähr ist es hier halt auch, das soll ja quasi so eine Art Remake sein, was aber nicht ganz passt irgendwie. Und zwar das Ganze gedreht von Eli Roth, der ja zum Beispiel Hostel gemacht hat oder so. Auch nicht gerade ein Meister des Drehbuchs, würde ich mal sagen. Bruce Willis in der Hauptrolle, Vincent D'Onofrio auch mit dabei. Und ja, Bruce Willis arbeitet als, ich glaube, was ist das, Unfallchirurg, würde ich mal sagen. Oder also die in der Notaufnahme reinkommen, wo relativ schnell irgendwie operiert werden muss, ohne lange rum. Und er braucht halt da sehr viel Erfahrung. Und eines Tages, also seine Tochter, die möchte auf eine Universität gehen. Und da werden halt zu Hause gerade so die Vorbereitungen getroffen. Und dann eines Tages wird halt in das Haus eingebrochen, als er nicht da ist. Und die beiden ja, verletzt, die Frau stirbt und die Tochter wird schwer verletzt und beide kommen auch noch zu ihm in die Notaufnahme. Und dann ist es was Persönliches, weil wie der Original oder der deutsche Titel von Death Wish war, ein Mann sieht rot. Ja, so passiert es dann hier auch und er ja, versucht dann halt auch über die Polizei und die kommen aber auch nicht so richtig voran in dem Fall. Und er sieht halt überall ja, kriminelle Vorgänge um sich greifen und besorgt sich halt eine Knarre und fängt an, da Selbstjustiz zu üben gegen alle. Also hauptsächlich gegen alles, was Trump auch schießen würde, also irgendwelche Mexikaner oder irgendwas. Und ja, nimmt halt das Gesetz selber in die Hand und fängt dann irgendwann an, auch die Spur aufzunehmen zu denen, die das seiner Frau und seiner Tochter angetan haben. Und dann geht das halt Schritt für Schritt vorwärts, diese Racheaktion. Die Polizei ist ihm auch so ein bisschen auf den Fersen, aber die lässt ihn mehr oder weniger gewähren, weil er nimmt sehr viele ja, böse Buben aus dem Spiel, an die die Polizei nicht so richtig rangekommen ist. Also die unterstützen das eigentlich noch und das fasst den Film eigentlich auch soweit ganz gut zusammen. Es ist halt wirklich ein Rachefilm. Wenn der Film in 80er Jahren rausgekommen wäre, wäre der mit Sicherheit, hätte der voll den Nerv der Zeit getroffen gehabt. Aber heutzutage wirkt der Film einfach völlig deplatziert, eher so Trump-anbiederungswürdig. Ich denke mal, so die ganzen Trump-Anhänger, die werden sich den Film anschauen und die ganzen NRA und wie sie alle heißen, die werden den Film anschauen und feiern, weil da geht halt wirklich einer Knarren kaufen und nimmt dann das Gesetz selbst in die Hand und alles wird gut, ne, und so.
Also völlig zweifelhafte Moral in diesem Film. Ansonsten, wenn man es reinweg vom Technischen her betrachtet, ist es actionmäßig ganz gut gelungen. Bruce Willis hat ein paar ganz nette Sprüche drauf. Eigentlich, der Trailer hatte mir sehr gut gefallen, der irgendwie so ein bisschen witzig gemacht war, weil man sieht, wie er irgendwelche bösen Buben aus dem Spiel nimmt und dann geht er zu einer Psychiaterin hin und die hatte ihm halt vorher nach dem Verlust seiner Frau so ein bisschen Depressionen diagnostiziert und dann geht es ihm auf einmal gut und dann fragt sie so, was er so treibt und er sagt so, ja, ich mache hier das und das und sie sagt so, ja, machen Sie das weiter, das hilft Ihnen anscheinend. Also nachdem er das im Trailer gesehen hat, dachte ich, ja, könnte ein cooler Film werden, aber ist auch nur so ein, letzten Endes ein durchschnittlicher Film mit einer sehr zweifelhaften Moral. Also ich gebe da auch, hat mir ein bisschen schlechter gefallen als Red Sparrow, deswegen gebe ich mal 6 von 10. Ja, auch nicht wirklich empfehlenswert, vielleicht eher mal, kann man mal auf Video gucken oder so, oder, oder im Streaming oder ja. Das war's mit meinen Filmen. Ihr habt gar nichts, oder? Ich habe gestern Abend durfte ich 2 Filme gucken. Einmal was? Wie hieß er? Kein ganzes halbes Jahr oder ein ganzes halbes Jahr? Ein ganzes halbes Jahr. Ein ganzes halbes Jahr. Der wurde hier, glaube ich, auch schon zu Genüge besprochen. Ja. Niklas Spark. Schnulzgedöns. So sad. Ihr hattet wohl gestern einen romantischen Abend oder was? Also, er hatte natürlich die Mitsprache nicht. Ja, also ich glaube, für emotionale Menschen durchaus ein schöner Film. Ich habe jetzt extra nicht gesagt, nur für Frauen, weil es gibt ja auch emotionale Männer und feinfühlige Männer, deswegen habe ich es jetzt offen gehalten. Dafür sicherlich ein ganz, ganz schöner, trauriger Film. Und dann noch, wie hieß der zweite, den ich sehen angeguckt habe? Umständlich verliebt mit Jason Bateman. Da ist wenigstens Jason Bateman drin, oder? Und Jennifer Aniston. Also wenigstens was fürs Auge. Auch so, ja, wie hat es Kate so schön gesagt, die Geschichte ist erzählt auf einem Teelöffel. Fällt mir eigentlich. Fand ich einen schönen Vergleich. Ich habe sogar auch noch einen Film gesehen, nämlich diesen Schlümpfe-Film da. diesen 3D-Schlümpfe-Film. Den durfte ich nicht gucken. Ja, der lief nämlich auch irgendwo auf Sky, den hat man mal laufen lassen. Ja, dann hatte ich angeschalten, dann hieß es Der war ganz schlimm. Das verlorene Dorf oder so hieß das, glaube ich. Ach. Ja, na gut. Ich lese gerade die Story von Umständlich verliebt. Cassie mit über 30 für eine künstliche Befruchtung als Single durch einen Samenspender. Aha. Auch Patrick Wilson ist auch dabei. Also, klingt doch mal nicht so schlecht eigentlich. Ich habe nicht gesagt, dass es schlechtes ist. War halt nicht dein Ding. Am Ende hatte ich die Wahl, kriege ich in FIFA online nochmal auf die Mütze oder gucke ich den Film von uns zu Ende und gehe dann ins Bett. Ich habe mich dann für das Zweitere entschieden. Es war nicht ganz so frustrierend, wie in FIFA auf die Mütze zu kriegen. Hast du wieder mit dem VfB gespielt, oder? Ich spiele nur mit VfB. Ich spiele nur... Das ist meine... Also, ganz ehrlich, Erik, ich weiß nicht, ob du es online spielst, aber wenn du es machen würdest, würdest du tatsächlich mit einer anderen Mannschaft spielen? Das ist, das ist ja fast noch schlimmer wie hier Vaterlandsverrat. Ja, nee, würde ich auch nicht. Ich spiele es nicht online, weil ich bin da voll schlecht. Also ich kann ja noch nicht mal auf der einfachsten Stufe gegen irgendwelche. Also so gut bin ich da nicht. Rocket League bin ich besser. Tja, dann war es das eigentlich jetzt schon soweit zu den Filmen, die wir gesehen haben. Wir können mal einen Blick reinwerfen, was uns dann diese Woche noch so erwartet im Kino. Kinocharts und Neustarts. In den Charts sieht es wie folgt aus. Platz 10 ist Die Verlegerin. Platz 9 Midnight Sun. Alles für dich mit Patrick Schwarzenegger. Platz 8 Red Sparrow. Mit Jennifer Lawrence eben drüber gesprochen. Platz 7, Peter Hase, da wäre ich irgendwie noch rein müssen. Das werde ich mal vorwarnen, dass ich da mal drüber rede. Platz 6, Maria Magdalena. Platz 5 ist Black Panther. Platz 4, Pacific Rim Uprising. Da würde ich gern rein. Platz 3, 5 Freunde und das Tal der Dinosaurier. Platz 2, Unsere Erde Teil 2. Platz 1, Tomb Raider. Hey, nicht schlecht. Hier in Stuttgart. Und anlaufen tun folgende Filme jetzt diese Woche. Am 29.03. ist der Kinostart von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, die Realverfilmung mit Henning Baum und Solomon Gordon und Annette Frier ist auch mit dabei.
Death of Stalin, schwarze Komödie mit Star-Ensemble über das absurde Geschacher rund um die Nachfolge des 1953 gestorbenen sowjetischen Diktators Josef Stalin mit Steve Buscemi in der Hauptrolle. Unsane, hat man vorhin kurz drüber gesprochen, der in der anderen Sneak lief, der startet, der Steven Soderbergh-Film. Vor uns das Meer, Drama um den Hobbysegler Donald Crowhurst, der 1968 an einer Regatta um die Welt teilnahm und sich in einem unentwirrbare Netz aus Lügen verstrickte. Bülent Ceylan kommt ins Kino mit Verpiss dich, Schneewittchen. Er spielt den Hobby-Musiker. Haben wir da den Trailer gesehen? Ja, der war sogar ganz lustig, ne? Ja, eben. Ich habe mich beim Lachen ertappt. Er spielt den Hobby-Musiker Sammy, der von einer Karriere als Rockstar träumt. Dann gründet er seine eigene Band, die Hammam Hardrockers. Und da waren irgendwie in dem Trailer waren irgendwie sehr viele Gaststars zu sehen, also wirklich eine bunte Mischung. Tja, ich habe weder gehört, dass dieser Film gemacht wird, noch seit diesem Trailer, also erst seit dem Trailer habe ich erfahren, dass es diesen Film gibt. Ganz komisch, ja. Naja, aber ihr wollt da auch nicht rein, oder? Ah, ich muss ehrlich sagen, ich mag Bülent Ceylan, deswegen... Aus Mannem. Ich würde es mal nicht zu 100% ausschließen. Ja. Kann man doch vielleicht noch in der Sneak jetzt morgen, anstatt dem anderen Film. Vielleicht kann es ja was drehen. Im Zweifel glücklich. Tragikomödie mit Ben Stiller als Vater, der mit seinem talentierten Sohn nach einer Universität sucht und an seiner eigenen Mittelmäßigkeit verzweifelt. Oh. Ein deutsches Drama mit Bjarne Mädel kommt ins Kino. Das heißt, 1000 Arten Regen zu beschreiben. Es geht um einen Jungen, der sich wochenlang in seinem Zimmer einschließt und seine Familie vor eine dramatische Zerreißprobe stellt. Oh Gott, oh Gott. Sowas kommt normalerweise in der Sneak. Laurin, eine restaurierte Fassung des deutsch-ungarischen Horrorfilms von Regisseur Robert Siegel um ein Küstenörtchen, das von einem Knabenmörder heimgesucht wird. Okay. Ein Knabenmörder? Ja, wenn das so, wenn das ein alter Film ist, der, da hieß das noch so. Mhm. Nee, sonst... War es das eigentlich alles hier? Ja, die anderen Filme laufen nicht bei uns. Naja, bunte Mischung würde ich mal sagen. Ich glaube, mich interessieren mehr die, die gerade noch in den Charts sind, als die, die irgendwie neu anlaufen. Ja, weiß nicht, wie es euch da geht. Ja. Ja. Gucken wir mal, was die Ferien so hergeben. Okay. Was wir schaffen. Ich habe noch. Ja, du guckst ja jetzt Doctor Who. Stimmt. Und wenn wir gerade so eine TV-Serie erwähnen, das war eine gute Überleitung. Ich helfe doch gerne. Serie. Mitten in den Trenner reingequatscht. Ja, mach sowas. Gibt's ja wohl nicht. Ja, Doctor Who. Ich habe eine Serie geguckt und ich habe ja des Öfteren mal hier über Serien geredet oder dass ich irgendwelche Serien gucken musste für unseren Serienpodcast, wo ich mitmache. Hier habe ich mal eine Serie geschaut, ohne dass die irgendwie in der Hausaufgabe drin stand. Und ich habe sie komplett durchgeguckt, die erste Staffel, was bei mir wirklich was heißen will, weil ich gucke dann sehr schnell nicht weiter, wenn es mir nicht gefällt, weil sage ich mir, nee, das ist mir die Zeit zu schade, da zu warten, bis das irgendwann mal gut wird. Und ich rede von der Serie Bad Banks. Und Bad Banks hat schon vor einigen Wochen / Monaten ein bisschen Impact im Netz ausgelöst gehabt, denn die Serie wurde vom ZDF produziert und wurde aber schon vorab, bevor sie es im Fernsehen ausgestrahlt haben, im Internet, quasi in der Mediathek, bei Arte war das, ausgestrahlt, damit die ganzen Onliner das schon mal gucken können. Und diese ganze Online-Aktion hat einen wahnsinnigen Zuspruch erfahren. Und ich hatte mir die gesichert gehabt. Das kann man ja machen, Mediathek kann man ja runterladen. Und habe mir die später dann angeschaut. Und die Serie ist auch, deswegen hat es ein bisschen regionalen Bezug, denn die zwei, im Englischen würde man sagen, Showrunner der Serie, nämlich die kreativen Köpfe, die heißen Oliver Kienle und Christian Schwocho, die haben tatsächlich hier an der Ludwigsburger Medienakademie, Film- und Medienakademie, studiert und ihre ersten Projekte gemacht. Und deswegen würde ich das hier auch gerne mal aufgreifen. In der Serie Bad Banks geht es, wie der Name schon sagt, um das Bankwesen. Die Hauptdarstellerin ist Paula Bär, die heißt in der Serie Jana. Und sie wird bei ihrem Arbeitgeber bei einer Großbank in Luxemburg rausgeschmissen. Und sie wird rausgeschmissen für einen Fehler, den sie eigentlich nicht gemacht hatte.
Und es kann ja aber, es hilft halt gar nichts. Aber während sie ja quasi schon gerade so in diesem, ja, sie hat gerade ihre Sachen gepackt, geht raus, kommt eine Frau auf sie zu, Christelle LeBlanc, gespielt von Desiree Nosbusch, die Älteren werden sich erinnern. Oh, die sagt, hey, ich bring dich unter bei der deutschen Global Invest. Die Bank hat verdächtige Ähnlichkeit mit der Deutschen Bank und im Film residiert auch das Büro in den Soll- und Habentauern in Frankfurt. Zumindest so bei den Außeneinstellungen. Jedenfalls, also gesagt, ich bring dich dort unter. Du sollst aber für mich da so ein bisschen spionieren. Ja? Gesagt, getan. Und sie ist halt froh, dass sie auch gleich wieder einen Job hat und sie kommt dort in so eine Abteilung rein, wo wirklich ein sehr seltsamer Chef die Leute so anpeitscht und es stehen da so diverse Projekte an und die Abteilung versucht quasi so Fonds zusammenzustellen, um in Großprojekte zu investieren. Und da kommt ein Großprojekt wie gerufen, das heißt nämlich Leipzig 25. Weil man sieht Ähnlichkeiten, ja, könnten eventuell, also, na egal, Stuttgart fällt auch mal so als Name so, aber egal. Auf jeden Fall geht es dann darum, um diese ganzen Intrigen, diese ganzen Spielchen, die da getrieben werden, weil da werden natürlich irgendwelchen Leuten Papiere angedreht oder irgendwelche Gefallen müssen erwidert werden. Und irgendwie haben die alle in dieser Abteilung, jeder hat irgendwie eine massive Störung, die sich aber erst gar nicht so zeigt. Also jeder hat da irgendwie einen an der Waffe und da gibt es manche, die sind wirklich ganz, ganz abgedreht und das zeigt sich dann in diversen Fällen. Ansonsten ist das Casting überragend. Da sind wirklich Schauspieler dabei, die habe ich noch nie gesehen. Die spielen so perfekt, wo ich mich frage, ey, was haben die bis jetzt getan? Und die ganze Story ist, auch wenn es in der trockenen Bankenwelt spielt, da kann Game of Thrones einpacken, was da abläuft. Ja, also, und es gibt 6 Folgen, die kann man auch noch gucken. Mittlerweile ist es in der ZDF-Mediathek. Das Ganze beginnt auch mit so einer Einstellung, so fast wie bei Mr. Robot ungefähr, wo sie mit so einem Hoodie durch Frankfurt durchläuft. Und das zeigt schon mal so ein bisschen die Aussicht, in welche Richtung es dann geht am Ende der ersten Staffel. Ich will aber mal wirklich bewusst nicht zu viel verraten. Man muss es einfach mal gucken. Es ist sowohl vom Dreh her, da haben die Jungs hier aus Ludwigsburg wirklich ganze Arbeit geleistet. Haben sie richtig gut aufgepasst in der Schule. Überragend. Also es ist durchaus auch vergleichbar mit irgendwelchen amerikanischen Serien. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie Netflix oder was die Serie für eine internationale Vermarktung einfach kauft, weil es wird auch sehr viel Englisch gesprochen, was dann irgendwie untertitelt ist oder eben auch Französisch, weil die natürlich in Luxemburg sind. Das ist einfach eine internationale Serie über das Bankwesen, die wirklich extrem catcht. Also mich hat sie wirklich schon in der ersten Folge gehabt und ich kann sie nur jedem ans Herz legen, die mal zu gucken. Also da sind die öffentlich-rechtlichen Gelder mal ausnahmsweise richtig gut angelegt. Also nicht hier Mutantenstadel und wie es alles heißt, sondern mal eine tolle Serie. Und man kann sie, wie gesagt, noch gucken. Ich werde den Link zur ersten Folge einfach mal mit in die Shownotes reinpacken und die restlichen, da könnt ihr euch ja dann durchklicken. Kann man auch schön Full HD streamen hier. Absolut. Bad Banks. Habe ich euch Lust gemacht oder eher nicht so? Ja? Ja. Na, klingt doch gut. Okay, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Rätselecke. Katie klickert schon im Hintergrund. Nee, das war der Chris. Die vielen E-Mails, die da gekommen sind. Geklickert. Ja, wir haben ja aufgerufen, dass alle mal E-Mails schreiben. E-Mails. Ich habe eine bekommen. Haben wir gerufen, E-Mails. Es kam nur eine durch. Ich habe nur eine gekriegt. Jetzt würde mich interessieren, hat auch nur wirklich der Thomas nur geschrieben? Hat noch jemand anders geschrieben und es kam nicht an? Schade wär's. Uiui. Aber der Thomas hat Rätsel aufgelöst. Bei mir denkt er, es war wie ein einziger Tag. Somit hat er recht. Und so, bei Thomas dir, hat Erich, recht, warte mal. Warte, vielleicht kriegt er gleich noch einen zweiten Applaus hinterher. Erik, Mad Max Fury Road. Ein Zitat.
Warte mal, jetzt muss ich selber mal nachgucken. Du hast dir aufgeschrieben extra. Ja, ja, ich weiß. Ich habe sie in so eine kleine Textdatei. Ja, tatsächlich. Meine Welt ist Feuer und Blut. Früher war ich ein Cop, ein Vollstrecker auf der Suche nach Gerechtigkeit. Nee, es ist nicht Fury Road, es ist der allererste Mad Max. Das ist der erste, aber ja. Mad Max. Aber er kriegt trotzdem, er kriegt einen kurzen Applaus. So. Jawohl. Das muss reichen. Achso, es geht weiter. Ja, zuhören. Carly denkt, sie sei in einer glücklichen Beziehung, bis sie auf dessen Ehefrau trifft. Wie sich herausstellt, verbindet die beiden mehr als nur derselbe Mann, wodurch eine außergewöhnliche Freundschaft entsteht. Mhm. Habe ich gerade keine Idee, aber es ist bestimmt aus einem von den zwei romantischen Filmen, die ihr geguckt habt. Klingt fast so, oder? Nein. Nee, nicht okay, schlecht. Ich habe noch ein Zitat zum Raten. Also mal gucken, wer das errät. Ist eigentlich, na, ich sag mal nichts. Passt so, zumindest zu euren beiden Filmen. Das heißt, ich tanze immer den letzten Tanz der Saison. Oh, wie schlecht. Oh, wie schlecht. Ja, kann man das sehen. Ist wie der Facebook ABC-Aufruf. Wir müssen, we have to go back von dir, was du gepostet ja, und? Hast. Das ist einzig, so einfach. Einzig ABC, das war, soll ja kein Rätsel sein. Das war ja einfach, die wollten wissen, welches Zitat man am ehesten mit ABC-Serien assoziiert. Und das, ich wüsste nicht, welche ABC-Serie gab es sonst noch? Heroes? Ja, okay. Aber, ja. Also für mich war es eher Lost. Aber du weißt ja, dein Baby gehört zu dir, ist das klar? Genau, ich habe ja nur Wassermelonen getragen. Ne? So, die Luise hatte mich noch kontaktiert, also sie hat auch einmal einen Kommentar geschrieben, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, und sie hatte mich noch kontaktiert, sie hat sich sehr kaputt gelacht über den BVB-Witz vom letzten Mal. Ich dachte gar nicht, dass wir den in der Sendung noch gemacht hatten, ich dachte, es war außerhalb, aber egal, wegen dem Drogentest hier, nicht Drogentest, Dopingtest, und sie hatte mir noch einen erzählt, den werde ich jetzt mal kundtun. Was ist der Unterschied zwischen HSV und Karstadt? Karstadt hat die größere Sportabteilung. Wundert mich ja, dass sie das nicht mit Schalke gemacht hat. Aber wer Luise folgt auf Instagram, der konnte sehen, wie sie zum Beispiel bei ihrem Geburtstag hat sie eine BVB-Pinata bekommen, die sie dann mit einem Baseballschläger zerschlagen konnte. Es ist ihr nicht so schnell gelungen. Also da ist sie nicht so geübt im Hooligan-Dasein mit Baseballschläger. Ja, wenn wir einmal bei den Kommentaren sind, der Thomas hatte neben der richtigen Lösung, für die es ja auch den Applaus gab, ja, hatte er auch noch geschrieben, nachträglich der Luise alles Gute zum Geburtstag. Er wollte sich für den Gewinn bedanken. Habe ich das nicht mal vorgelesen? Weiß gar nicht. Jetzt erzählt er was zu Blu-ray Chappie. Die stylische Science-Fiction-Gangster-Antwort auf drei Männer und ein Baby. Völlig gaga und sehr unterhaltsam. Bei dem nicht alles stimmt, aber eine unterhaltsame Mischung. Ich höre daraus, es hat ihm nicht gefallen. Oh. Weil er gibt auch keine Punkte. Sonst sagt er, gibt er jedes Mal Punkte. Er sagt er, ja, so und so viel von 10. Aber jetzt sagt er, völlig gaga, bei dem nicht alles stimmt, aber unterhaltsam. So, ja, war ganz okay. So, ich hätte mir einen schöneren Film gewünscht. Aber die Steff hat am Wochenende Auslöschung gesehen. Sie hatte den Trailer mehrfach vor der Sneak gehabt und war dann überrascht, dass er nicht im Kino kam. Sie hat den Trailer... Gab es da einen Trailer für Auslöschung? Ja, klar. Na gut, wir gucken. Der war ja ursprünglich fürs Kino gedacht. Wir gucken ja selten Trailer. Ist nur manchmal dann irgendwie, wenn sie aus Versehen mal was einschalten bei uns. Sie war auf jeden Fall sehr gespannt. Der Film hat ihrer Meinung nach eine einzigartige Stimmung erzeugt, die mich irgendwie auch noch lange begleitet. Hat sie sehr an Arrival erinnert. Sie mag bei solchen Filmen sowieso, wenn es einen wissenschaftlichen Ansatz gibt. Ein bisschen was hatte es auch von Deep 100. Ich hatte übrigens eine andere Interpretation über einen Mann, Kane als Kate. Das kann ich hier nicht spoilern. Ich schreibe das mal Erik privat. Ach stimmt, das hat sie mir geschrieben. Darf ich natürlich jetzt auch nicht spoilern. Kann ich dir aber nachher mal sagen. Ihr hat der Film richtig gut gefallen, weil es so ein offenes Ende ist. Einige Fragen sind nicht geklärt. Das Ende ist allerdings etwas zu bunt. Es gibt trotzdem 8,5 von 10 veränderte Blutproben.
Lustigerweise hatte ich öfters mal den Gedanken, diese Szene wäre ein gutes Bild für den Adventskalender. Ha. Tja, man muss ja jetzt im Frühjahr schon anfangen, ne? Dann. Na klar, dammeln. Der Thomas hat I, Tonya gesehen. Das Bild von Tonya Harding auf einfachen Verhältnissen wird in dieser Filmsatire ordentlich in Frage gestellt. Klug stellt der Film die Frage, wie Wahrheit und Legende entstehen. 7,5 von 10 Punkten. Irgendwie macht der I, Tonya gerade so ein bisschen die Runde, weil der irgendwie jetzt gerade anläuft oder angelaufen ist oder sowas. Irgendwie gefühlt wachen jetzt die ganzen Zeitungen alle auf und schreiben da was drüber über den Film. Und sind eigentlich alle sehr wohlwollend, was man da so liest. Ne? Wir fanden den ja auch ganz gut. Ah, Luise schreibt gerade, sie hat beim BVB-Witz gelacht. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Oh. Und ja, falls ihr, liebe Hörer, da auch noch irgendwelche Fußballwitze habt, dann schickt sie als Kommentar oder über das Kontaktformular oder wie auch immer. Der Thomas hat noch Krypton gesehen. Eine Prequel-Serie zu Superman. Das guckt ihr beide ja nicht, ne? Wegen DC und so, oder? Ist doch DC, oder? Superman. Ich ja. mag eigentlich Superman, DC, aber mich, wo kann man denn die Serie Krypton bitte sehen? Jetzt gucken wir doch mal live hier. Wir googeln live. Werstreamt.es. Jetzt gucken wir mal Krypton. Krypton. Serie 2018. Sogar neu. Ja, aber wo gibt's die denn gerade? Kannst du Verfügbarkeit, meine Anbieter? Nö, ist irgendwie gratis. Ah, hier, bei Amazon. Hm. Bei Amazon Warum? Kannst du kaufen oder bei Google nee. Play? Nee, kaufen will ich. Ja. Aktuell eine Staffel verfügbar. Tja. Eine Staffel. Sieht aber ganz cool aus eigentlich, so das Bild hier. Naja. Ja, dann, Moment, wo ist jetzt mein Kommentar hin hier? Prequel-Serie. Serienpilot ist solide, aber höhepunktarm. Trotz Superman-Verbindung tut man sich echt schwer mit der Serie. Hoffe, dass die Serie noch besser wird. Ansonsten werde ich Krypton genauso schnell verlassen wie Superman. Hoi, Thomas. Oh. Moment, wow. Das ist ein Applaus wert. Jawohl. Ja, cool. Das war's mit den Kommentaren, zu den Kommentaren von der vergangenen Woche. Und ich werde mal einen Blick reinwerfen, wer so unsere Amazon-Affiliate-Links genutzt hat in der vergangenen Woche und was da so gekauft worden ist. So, wo haben wir es hier? Los geht's. Weizenwampe, warum Weizen dick und krank macht. Ein Buch. Aha. Okay. Der Hexenclub. Was ist das? Ist das? Ach, eine CD. Ein Hörbuch von John Sinclair. Das Phantom von Soho ebenfalls. Die Zombies auf dem Roten Platz. Oh. Auch. Früher habe ich John Sinclair immer mal gelesen, als ich noch in der Schule war. Kennt ihr die Heftchen da? Ja. Diese waren eigentlich ganz cool immer. Hearts in Atlantis. Ein Film mit Anthony Hopkins. Hearts in Atlantis hat jemand bestellt. Rosenbogen Massiveisen. Was ist denn das? Ach, jemand für einen Garten, so ein Eingangstor aus Eisen. Das kann man bei Amazon bestellen. Ey, boah, wie kommt das dann geliefert? Was kannst du bei Amazon nicht bestellen? Boah, wie kommt das dann geliefert? Ey, so ein Riesending. Das ist ja riesig. Die sind eigentlich für zusammensteckbar. Aha. Okay, was ist das hier? Guardians of the Galaxy 2 Blu-ray. Ja, cooler Film. Lucifer, die komplette erste Staffel, 3 DVDs. Das kann man doch irgendwie bei Amazon Prime so gucken, oder? Muss man noch keine Blu-ray bestellen. Was ist das jetzt? Wo habe ich jetzt gerade geklickt? Der dunkle Turm, Deutsch OV. Ah, da hat jemand auf Amazon den Film geschaut direkt, also ausgeliehen, Der dunkle Turm. Und Captain Fantastic CD im Digipack. Oh. Ach, Fantastisch 4. Genau. Die neue CD. Jetzt die schon vorbestellt, oder was? Nächste Woche erscheint irgendwie. 27. April, nächsten April. Monat. Nächsten Monat erst. Wahrscheinlich vorbestellt, ne? Ja. Jo, vorbestellt. Ich hab's auch schon vorbestellt. das dazu. Vielleicht wir hatten schon Vorgeschmack. Ja, hab schon gehört. Okay, das waren die Bestellungen, die über unsere Affiliate-Links eingegangen sind. Vielen Dank an alle, die sich irgendwie wiedergefunden haben und damit den KinoCast mit einer kleinen Provision unterstützen. Vielen Dank dafür. Und wer einen KinoCast auch weiterhin unterstützen möchte, ihr findet oben auf kinocast.net oben so einen Button, der heißt
ja, danke oder sowas. Danke für eure Unterstützung. Genau. Findet ihr diverse Möglichkeiten, was ihr tun könnt, um diese Sendung zu unterstützen. Und wer auch ein Alexa hat, der kann auch KinoCast dort hören. Das hatte mir der Chris nämlich mal gesagt, wie man das machen kann. Habe ich auch schon diverse Male probiert. Ja, da könnt ihr auch den Pausentee hören vom Chris. Ja, wenn es mal wieder eine aktuelle Folge gibt. Ansonsten kann man sich durch den kompletten Backkatalog von Pausentee nochmal rein nochmal nachhören. Ja. Ansonsten, ja, einfach sagen, starte den Podcast KinoCast. Ich probiere es jetzt mal, wenn ihr jetzt laut hört. Alexa, starte den Podcast KinoCast. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Oder auch nicht. Ja, ansonsten gucken wir mal, was uns morgen dann in der Sneak Preview erwartet. Habt ihr noch was? Nee. Nö. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Chris und Kate. Bis morgen dann. Und für euch, liebe Hörer, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im KinoCast. Wollen wir anfangen eigentlich? Ja. Für was? Wollen wir anfangen? Filmstars Don't Wenn du die unbedingt möchtest, also. Liverpool. Furchtbarer Film. Genauso fangen wir an.